Hi, ich will euch heute was über das Container erzählen und ich finde es mega, dass hier so viele Leute sind und bin richtig aufgeregt, dass ihr mir alle zuhören wollt. Bevor ich richtig loslegen kann, will ich aber einmal kurz klären, was Containern oder Dumpster Diving eigentlich wirklich ist, nämlich das Entnehmen von Lebensmitteln aus den Mülltonnen von Supermärkten. Das Ganze geschieht dann meistens nachts in der Dunkelheit, damit man nicht so leicht erkannt oder erwischt wird. Denn Containern ist illegal, auf mehreren Wegen. Die Tonnen stehen ja jetzt nicht einfach irgendwie in der Verkaufsfläche rum, sodass ich mich daran bedienen könnte, sondern ich muss irgendwie das Privatgelände vom Supermarkt betreten, vielleicht mal über den Zaun klettern. Da wären wir auch schon bei der ersten möglichen Straftat, Hausfriedensbruch. Wenn das Ganze dann noch irgendwie mit einem Schloss gesichert ist, was erst aufgebrochen werden müsste, würde das Ganze auch noch unter Sachbeschädigung und schweren Diebstahl fallen. Ob Containern immer Diebstahl ist, hängt von den genauen Umständen ab. Wenn die Sachen noch gar nicht in der Tonne drinnen liegen, sondern zum Beispiel auf einem Wagen daneben, dann wird der Tatbestand Diebstahl eher erfüllt. Wenn die Tonnen schon richtig auf der Straße draußen sind, kann eher davon ausgegangen werden, dass der Supermarkt durch das Wegschmeißen seinen Besitzanspruch aufgegeben hat. Bitte nehmt die Sachen, die ich jetzt gerade zum Rechtlichen gesagt habe, im Zweifelsfall mit einem Körnchen Salz mit dazu. Ich habe keinerlei juristisches Fachwissen, das basiert nur auf meiner eigenen Recherche. Wenn ihr das selber macht, dann macht das in Eigenverantwortung. Die Angst ist auf jeden Fall mit dabei bei den Containern. Was passiert, wenn jetzt auf einmal jemand die Polizei ruft oder vielleicht noch Mitarbeitende in dem Laden sind oder ein privater Sicherheitsdienst vorbeikommt und mich auf frischer Tat ertappt oder sogar die Polizei selber aus irgendeinem Zufall? Das sind Gedanken, die vor allem in der Anfangszeit sehr mein Verhalten bestimmt haben. Zwei Dinge haben mir geholfen, damit umzugehen. Zum einen Erfahrung. Es ist den Leuten wirklich ziemlich egal, was wir da machen, wenn wir da nachts die Mülltonnen ausräumen. Während wir anfangs super vorsichtig waren, eine Person schmierig gestanden war, uns nur zu flüstern getraut haben an den Tonnen und irgendwelche geheimen Zeichen und Codes verabredet haben, um im Ernstfall irgendwas zu machen, gehen wir mittlerweile einfach rein. Ich nehme häufig auch mein Fahrrad mit. Wir packen die Sachen von einer Tonne in die anderen, um an das Zeug da drunter dran zu kommen und erhalten uns in ganz normaler Lautstärke. Ich halte die reale Gefahr, fürs Containern erwischt zu werden, mittlerweile für sehr gering. Damit es zu einer Anzeige kommt, müssten meistens auch die Ladenbesitzerinnen selber aktiv werden, also das nicht mal dulden. Und zur Verurteilung kommt es nur super selten. Bei meiner Recherche habe ich nur einen einzigen Fall gefunden und der war in Bayern. Aber leider funktioniert Angst häufig nicht so, dass ja rein rational nichts passieren kann, also wäre die Angst plötzlich weg. Was mir viel mehr hilft, mit dieser Angst umzugehen und mich trotzdem gut zu fühlen beim Containern, ist Moral. Dafür will ich kurz ein bisschen ausholen. Es macht mich furchtbar wütend und auch sehr traurig, mit anzusehen, was unsere Gesellschaft und unsere Politik aktuell in der Klimakrise tut. Wissenschaftliche Reports, dass es keinen glimpflichen Verlauf geben wird, gehören mittlerweile fast schon zur Tagesordnung. Regierungen einigen sich auf irgendwelche Klimaziele, die von ExpertInnen als viel zu lasch kritisiert werden, beschließen dann Gesetze, die gar nicht in der Lage sind, diese zu niedrigen Ziele überhaupt zu erreichen, und Unternehmen halten sich mehr als häufig genug nicht einmal an diese Gesetze. Während ich hier stehe und rede, steht in Lützerath die Räumung an. Ein Dorf, in dem alle BewohnerInnen enteignet worden sind, damit RWE an darunterliegende 650 Millionen Tonnen Kohle kommen kann.
deren Verbrennung absolut unvereinbar ist mit dem Pariser Klimaabkommen oder dem 1,5-Grad-Ziel. Was wollen die damit? Wofür brauchen die das? Wieso ist das nicht noch viel, viel mehr gesellschaftlich präsentes Thema? Wieso waren bei der letzten jahresgrößten Demo von Fridays for Future hier in Karlsruhe gerade mal 2500 Menschen auf der Straße, weniger als 1% von alleine Karlsruhes Bevölkerung? Wieso werden immer noch Dörfer abgebaggert, SUVs auf irgendwelchen Automessen als umweltfreundlich vermarktet oder der öffentliche Nahverkehr immer teurer? Bei all meinem Unverständnis für solche Situationen sehe ich es regelrecht als meine moralische Pflicht, im Rahmen meiner Möglichkeiten alles dagegen zu tun, dass dieser Kurs beibehalten wird und sei es auch nur symbolisch. Jetzt will ich dazu sagen, bezüglich Lebensmittelverschwendung. Supermärkte sind gerade mal für 7% unseres Biomülls verantwortlich. Der Großteil, 59%, entsteht bei Privathaushalten. Dabei sollten wir aber auch bedenken, dass da alle möglichen nicht essbaren Bestandteile wie Schalen oder Knochen auch mit reingerechnet werden. Dass der Müll also dort entsteht, wo gegessen wird, das ist vollkommen zu erwarten, das ist natürlich. Meiner Meinung nach sollte der Biomüll, der im Verbrauch anfällt, also bei Privathaushalten und Restaurants, nahezu an die 100% gehen und die 7% der Supermärkte müssten runter auf unter 1%. Es geht ganz essentiell gegen die wirtschaftlichen Interessen eines Supermarktes, nicht mehr verkaufbare Lebensmittel, bei denen das MHD abgelaufen ist, zu verschenken. In einem kapitalistischen System, in dem wir leben, müssen Unternehmen zu sowas gezwungen werden, sonst funktioniert das nicht. Dass das durchaus möglich ist, sehen wir in Frankreich. Da gibt es seit 2016 ein Gesetz, nach dem Supermärkte nicht mehr verwertbares Essen nicht wegschmeißen dürfen, sondern an Tafeln oder ähnliche Organisationen spenden müssen. Für mich ist ganz klar, der Prozess, die Strukturen, die Systematik, die dafür sorgen, dass noch essbare Lebensmittel in unseren Mülltonnen landen, in den Mülltonnen von Supermärkten landen, sind auch die gleichen Strukturen, die dafür sorgen, dass wir somit Vollgas auf eine regelrechte Klimakatastrophe zusteuern. Und klar, die paar Möhren, die ich rette, die werden nicht den Klimawandel stoppen. Generell, wenn ich kostenlos an Essen kommen will, sind Verteiler und Foodsharing für mich deutlich bessere Wege. Aber mir geht es vor allem dabei um einen politischen Akt. Wenn ich Containern gehe, dann ist das eine Form von zivilen Ungehorsam. Ich will einfach im Rahmen meiner Möglichkeiten dagegen agieren, gegen diese kapitalistischen Strukturen, die dafür sorgen, dass zum einen Essen in den Mülltonnen landet und zum anderen dafür sorgen, dass Unternehmen auf großem Ebene, im großen Stil Gesetze brechen für ihre privaten Profite, ganz egoistisch, und wir alle darunter leiden. Deswegen ist es für mich gar nicht mal wirklich schlimm, wenn ich erwischt werden würde. Ich nehme das dann einfach hin. Das gehört zur Sache dazu. Das ist höhere Gewalt. Wie wenn ich beim Fahrradfahren auf einmal einen Platten habe oder gerade Lust auf sonniges Wetter hätte, aber draußen regnet es. Ich weiß, dass ich das Richtige tue. Und deshalb habe ich keine Angst davor, erwischt zu werden. Ich darf euch leider nicht dazu auffordern, selber Containern zu gehen. Das wäre eine Aufforderung zu einer Straftat und selber auch somit wieder strafbar. Deswegen ist das Einzige, was mir noch bleibt zu sagen, wenn ihr in der Vergangenheit schon oder in der Zukunft mal Containern gehen wollt, habt keine Angst, erwischt zu werden. Danke.